Pamela Reif, 19 Jahre aus Karlsruhe. Durch das Foto- und Videoportal Instagram ist Pamela zum Teenie-Star geworden. Inzwischen haben über 2 Millionen Menschen weltweit ihre Instagram-Seite abonniert und bekommen täglich neue Fotos und kurze Videos von ihr. Wir treffen Pamela zusammen mit ihrem Bruder Dennis in ihrem Lieblingsfitnessstudio. Also mein Körper ist natürlich mein Kapital, weil damit arbeite ich ja und den trainiere ich ja auch hart. Von daher, der ist mir super wichtig. Ihr erstes Foto stellt Pamela mit 16 Jahren bei Instagram online. Denn in ihrer Schulklasse war das eben gerade beliebt. Nur bei Pamela steigt nach den ersten Monaten sehr schnell die sogenannte Follower-Anzahl, also die Anzahl ihrer Fans. Also im Prinzip habe ich gar nicht so richtig begriffen, wieso ich so viele Follower bekomme und wieso das alles mit mir passiert. Aber ich schätze es total wert und versuche natürlich auch, da was Tolles draus zu machen. Inzwischen ist Pamela hauptberuflich Instagram-Model und hat sogar ein eigenes Management. Aber wie arbeitet ein Instagram-Model? Im Grunde besteht Pamelas Aufgabe darin, ihre Fans durch Fotos und kurze Videos an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Egal ob beim Training, im Urlaub oder beim Modeshooting. Heute ist für die Fotos Pamelas Bruder zuständig. Der Papa war früher Fotograf und deshalb hatten wir eben auch Fotoequipment daheim rumliegen. Und dementsprechend hatte ich auch die Kamera vom Papa dann in der Hand. Und habe da gefragt, wie funktioniert das. Und habe mich da reingefuchst. Für ihre Fans ist Pamela die durchtrainierte Powerfrau, die sich gesund ernährt und weder Alkohol trinkt noch raucht. Der Unterschied zwischen zum Beispiel einem Model und mir ist, dass ein Model praktisch nur für das Aussehen bekannt ist oder halt Jobs hat, mit denen sie sich persönlich nicht identifiziert. Und ich stehe für die Person, die ich bin und zeige also das, was ich möchte. Und das bedeutet für mich, dass ich auch eine viel größere Verantwortung habe, weil ja meine Fanbase irgendwie mich mag als Person und mir auch vertraut. Ihr Abitur macht die junge Karlsruherin vor 2 Jahren. Der Notendurchschnitt 1,0. Doch Pamela kann sich für kein Studium entscheiden und kümmert sich intensiv um ihre Instagram-Karriere. Wie verdient man mit Instagram Geld? Ich verdiene da nicht pro Klick oder pro Like oder sowas, sondern es geht da eher darum, dass man dann Werbeverträge hat mit Kunden. Bei mir ist es zum Beispiel eine Teefirma, mit der ich einen langfristigen Vertrag habe. Und dann sind es wie bei einem Model eigentlich klassische Werbeverträge. Im Detail sieht es dann so aus. Pamela zeigt sich auf ihren Fotos mit bestimmten Produkten und bekommt dafür Werbegelder. Je mehr Menschen ihre Fotos anschauen, desto mehr zahlt die Werbeindustrie. Ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, ich bin zufrieden, wie es ist und so lebe ich mein Leben lang. Ich möchte mich definitiv weiterentwickeln. Von daher zum Beispiel eine Modekollektion oder eine Fitnessmodekollektion oder Trainingspläne rausbringen, um eben meinen Trainingsweg so besser zu demonstrieren und verkaufen zu können. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen. Wie lange kann man als Instagram-Model arbeiten? Der entscheidende Faktor bei einem Instagram-Model ist die Glaubwürdigkeit bei den Fans. Wenn Pamela plötzlich anfangen würde, für Produkte zu werben, die nicht zu ihr passen, dann könnte die Zahl der Fans schnell zurückgehen. Und damit wäre die Karriere bald vorbei. Ich möchte das so lange machen, wie es geht, weil es ist so mein Traumjob. Ich kann da alle meine Interessen verbinden. Und deshalb hoffe ich, dass es so lange geht, wie es eben nur geht. Aber man weiß ja nie, was passiert. Es kann auch einfach irgendwann mal vorbei sein. Und dessen bin ich mir definitiv bewusst.